sollst den PC ausmachen und lernen. 5 Nachteile, wenn man alleine wohnt. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr noch bei euren Eltern daheim wohnt und die euch manchmal mit Sachen nerven wie: Räum endlich mal diesen Saustall auf. Du sollst den PC ausmachen und lernen. Mal ein bisschen im Haushalt mitzuhelfen bringt dich nicht um. Und wenn man dann sonntags mal ausschlafen möchte, weil man von der Woche so erschöpft ist, dann bumst schon morgens um 9 der Fuß vom Staubsauger immer so gegen die Zimmertür. Das nennt man subtiles Wecken. Der Gedanke liegt also nahe, dass man sich aufs Alleinewohnen später einmal freut. Doch dann fängt das Grauen erst an. Es fängt jetzt schon damit an, dass niemand mehr außer euch einkaufen geht. Heißt also, alles, was ihr daheim essen oder trinken möchtet, müsst ihr vorher mühsam vom Supermarkt nach Hause schleppen. Also alles, was man nicht tragen kann, kann man quasi auch nicht essen. Wenn man alleine lebt, kocht man allerdings sehr viel gesünder und umsichtiger. Nicht! Nom nom nom! Es kümmert sich auch niemand mehr um die Wäsche. Klar, man kann versuchen, so viele Klamotten zu kaufen, dass man mindestens einen Monat nicht waschen muss und immer noch was zum Anziehen findet, ist aber jetzt so nicht immer ganz finanzierbar. Aber irgendwann ist es dann soweit und aus heiterem Himmel, ohne dass ihr darauf vorbereitet seid, ist nichts mehr zum Anziehen da. Besonders stark müsst ihr aber nachts sein. Denn wenn alle Lichter ausgehen und niemand außer euch mehr in der Wohnung ist, kann das ganz schön gruselig werden. Die Wohnung kommt einem dann gleich sehr viel größer und leerer vor und es gibt so unglaublich viele gruselige Ecken, die man vorher am Tag gar nicht bemerkt hat. Und auf Klo gehen würde ich euch auch nicht empfehlen. Okay, was war das? Ich habe was gehört. Mama, da ist ein Monster unter meinem Bett. Ich werde sterben. Aber nicht nur, dass sich niemand mehr um die Monster unter eurem Bett kümmert. Wenn ihr krank werdet, seid ihr eigentlich auch schon zum Sterben verdammt. Macht also niemals den Fehler und zieht zu weit aus dem Wirkungskreis eurer Eltern weg. Das mag vielleicht verlockend klingen, aber ist gar nicht so praktisch. So haben die nämlich auch keine Ausrede, wenn ihr mal krank seid und dringend alles Mögliche an Zeug braucht, damit es euch wieder besser geht. Mama... Ich bin krank. Hallo? Irgendwer? Emma, lauf zur Apotheke. Emma, du musst jetzt stark sein. Du musst jetzt für mich zur Apotheke laufen. Lauf. Emma. Apotheke? Ich werde sterben. Wenn ihr dann wirklich mal krank seid, also so wirklich, wirklich, und ihr müsst euch in der Schule oder bei der Ausbildung, auf der Arbeit oder in der Berufsschule krank melden und müsst da anrufen, das macht keiner mehr für euch. Das müsst ihr selber machen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so Anrufe gehasst. Ich habe nie irgendwo angerufen selbstständig, als ich noch daheim gewohnt habe. Ich habe immer meine Mutter oder meinen Vater vorgeschoben und habe gesagt, oh, Mama, mir geht's so schlecht, ruf doch mal schnell an. Und dann hat die das gemacht. Wenn ihr alleine wohnt, tut die das nicht mehr. Müsst ihr da als erwachsene Leute eigenständig anrufen und krank genug klingen, damit euch der Lehrer oder der Arbeitgeber das auch abkauft. Dann würde ich mir wirklich überlegen, ob ich nicht einfach lieber arbeiten gehe. Ich habe keine Lust, arbeiten zu gehen. Ich könnte mich krank melden. Ich will nicht anrufen. Ja, gut, schön, dann gehe ich eben arbeiten. Wenn ihr noch mehr über die Tücken des Alltags erfahren wollt, schaut euch doch auch gerne mal das Video hier an, denn da habe ich 5 Nachteile für euch aufgezählt, die es gibt, wenn man klein ist. Oder ihr schaut euch das Video hier an, da habe ich 10 kuriose News aus Japan für euch. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns schon nächsten Dienstag um 4 wieder. Ciao!